Hallo und herzlich willkommen zu 3Tracks. Heute mit einer Premiere, denn heute haben wir zwei Gäste da, nämlich Blue und Green. Herzlich willkommen in der Show. Ja, hi. Moin, moin, ihr Lieben. Ja, wir sind schon gespannt. Blue und Green, wollt ihr euch kurz vorstellen, woher kommt der Bandname und vor allen Dingen, woher kommt der Name Blue und Green? Also, wir sind Chromaneon und die Namen Green und Blue, die lassen sich ganz, ganz einfach erklären. Und zwar, wer uns schon mal gesehen hat, stellt sofort den Zusammenhang her. Wer nicht, es ist so, dass wir eine Art Uniform tragen, einen Anzug. Und der ist in meinem Fall grün beleuchtet und in Blues Fall blau beleuchtet. Und das war irgendwie ausschlaggebend für die Namensgebung. Das hatte ich auf dem Foto gesehen und das fand ich ziemlich cool. Und meine erste Idee war so, wow, das ist so ein bisschen Daft Punk, ne? Ja, das hören wir tatsächlich das eine oder andere Mal. uns ging das tatsächlich gar nicht so sehr darum, da jetzt irgendjemanden zu kopieren, weil, wie gesagt, wir können das Rad nicht neu erfinden, ist uns auch klar. Aber tatsächlich ist der eigentliche Gedanke dahinter, dass wir uns als Person so ein ganz klein bisschen rausziehen wollten aus der Musik, damit die, also unserem Gedanken nach, so ein bisschen im Mittelpunkt steht. Und das hat dann allerdings irgendwie auch ein Eigenleben entwickelt, sodass wir als diese beiden Charaktere mehr Aufmerksamkeit erregt haben, als wir zu Beginn gedacht haben. Also ich finde das ja super cool. Ich habe das ja auf dem Foto gesehen, dachte mir, boah, ich mag das ja gerne. Ja, ich kann mir auch vorstellen, auf der Bühne sieht das richtig cool aus, wenn das überall beleuchtet ist und dann die verschiedenen Farben. Also mir gefällt es wahnsinnig gut, ja. Habt ihr denn die Farben auch aus, also ist das auch vielleicht eure Farben, die ihr gerne mögt? Also Blue zum Beispiel, ist das doch deine Lieblingsfarbe in dem Fall oder reiner Zufall? Nee, das ist tatsächlich auch meine Lieblingsfarbe. Also ich bin farbenfroher Mensch, ich mag sogar auch ein tristes Grau. Aber Blue ist tatsächlich seit meiner Kindheit meine Lieblingsfarbe, stimmt schon. Das passte schon ganz gut. Okay, und entsprechend grün bei dir auch? Ja, grün ist die Hoffnung, ne? War das so? Nein, es ist bei mir ist es tatsächlich auch, ich habe da einen sehr starken Hang dazu. Jeder, der uns schon mal im Studiobereich gesehen hat, weiß, dass hier vom PC über den Monitor, über die Tastatur alles in grün leuchtet. Also insofern. Viel zu viel für deinen Geschmack, es muss mehr Blau rein, definitiv. Na, ich denke, Hauptsache LEDs leuchten, ne? Das ist wichtig. So sieht's aus. Wir haben vor jeder Show eine Triggerwarnung, was das betrifft, weil sehr, sehr viel Licht bei uns verwendet wird. Ja, das glaube ich. Wahrscheinlich den Strom zieht er sich föhnen wahrscheinlich. und sag mal, wenn ihr auf der Bühne steht, ich könnte mir vorstellen, wie ist denn da so die Resonanz der Leute? Weil das ist ja schon ein cooles Outfit, was ihr da habt. Das ist, wie wir ja alle wissen, zurzeit sehr, 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 sehr schwierig. Mhm. Und wir sind tatsächlich, eigentlich sind wir in die Pandemie reingeboren, wenn du so willst. Und zwar, wir machen zwar schon sehr, sehr lange zusammen Musik, aber Chromaneon ist ein relativ junges Baby. Und wir haben tatsächlich kurz bevor das alles richtig durchstarten konnte, hatten wir den ersten Lockdown. Das heißt, wir kennen die Reaktion in den meisten Fällen nur aus unserer Notlösung. Sprich, Live-Konzerte gibt es bei uns über Twitch, falls man das hier so sagen kann. Und da haben wir natürlich nur, eigentlich immer nur schriftliche Resonanzen. Die sind aber durchweg, die Leute sind geflasht und kommen natürlich schon mit, also absolut krasse Bühnenshow, das Leuchten an sich. Die sind natürlich neugierig, was steckt dahinter, aber da gibt es halt nicht viel zu sagen von unserer Seite aus, was das betrifft. Naja, hast du schon gesagt, ne? Ich glaube, es passt auch ganz gut in diese elektronische Szene, dass man da auch so ein bisschen sowas Elektronisches drumherum baut letztlich, ne? Und wie habt ihr zusammengefunden, Blue? Also war das so, dass ihr euch irgendwo vielleicht irgendwo beim Live-Auftritt kennengelernt habt oder wie kamt ihr dazu, gemeinsam Musik zu machen? Ja, wir kennen uns schon ein bisschen länger zusammen. Wir hatten schon ein paar Jahre zuvor schon die ersten Bands gehabt und der Green hatte seine Band gehabt, ich hatte meine Band gehabt und wir hatten da so eine kleine Kollaboration mal gehabt. Das ist schon irre lange her. Ich, ich, also
gute 15 sagen, Jahre, wa? Ja, lass es mal 2007, 2008 gewesen sein. Mhm. Da standen wir das erste Mal zusammen auf der Bühne für ein, zwei Songs und wir haben dann nochmal 2014 nochmal eine Band gemacht, gegründet und da haben wir dann wirklich das erste Mal zusammen in einer Band gespielt. Also wir kennen uns schon einen Ticken länger. Ist ja schon mal eine gute Voraussetzung, ne? Wenn man sich ein bisschen länger kennt, dann sich aufeinander auch einzuspielen und weiß auch, wie der andere so vielleicht in manchen Situationen, wo er seine Stärken, wo er seine Schwächen hat, das ist wahrscheinlich ganz gut, ne? Ja, das wussten wir am Anfang tatsächlich gar nicht. Wir hatten nämlich anfangs tatsächlich ein kleines Problem miteinander und zwar wussten wir gegenseitig jetzt nicht, sag mal, mag der mich oder mag der mich nicht? Und das war okay. Wirklich bei uns beiden so, das beruhte auf Gegenseitigkeit und wir haben tatsächlich herausgefunden, dass wir uns tatsächlich super gerne mögen und dass wir super miteinander klarkommen und dass wir tatsächlich in den meisten Sachen tatsächlich einer Meinung sind. Ich wollte gerade sagen, das Hauptproblem, denke ich, war, dass wir beide einen extrem trockenen Humor haben. Und wenn man so einen Spiegel vorgehalten bekommt, dann ist man plötzlich irritiert. Also wenn jemand genauso reagiert, wie man selber eigentlich in solchen Situationen reagiert, dann stellt man sich tatsächlich die Frage, oh mein Gott, meint er das jetzt ernst oder nicht? Und das war tatsächlich der Anfang, dass wir uns beide eigentlich gleich von Anfang an gedisst haben. Und das aber auf natürlich eigentlich völlig, völlig nette und humoristische Art und Weise. Ja. Aber bei beiden irgendwo im Hinterkopf war, okay, tickt er jetzt entweder ganz genauso wie ich oder hat er echt ein Problem mit mir? Also das war eine wirklich lustige Sache, bis wir beide halt gemerkt haben, okay, das ist tatsächlich komplett eine Wellenlänge. Und das macht's natürlich, das macht die Zusammenarbeit natürlich super, super, ja, super simpel, super entspannt. Also. Arbeitet ihr dann gemeinsam an einem Ort oder arbeitet ihr wirklich auch an separaten Orten und schickt euch immer Dinge zu? Beides so ein bisschen. Wir mussten natürlich am Anfang, gab es natürlich diesen Lockdown und da waren wir alle noch so ein bisschen extrem vorsichtig. Wir haben halt Risikopatienten bei uns in der Familie. Wir mussten einfach ein bisschen aufpassen, ein bisschen vernünftig sein. Mhm. Und die Möglichkeiten heute mit Internet und Co., es ist ja total easy, heute irgendwie online miteinander zusammenzuarbeiten. Mhm. Aber es ist natürlich ein massiver Unterschied, wenn man sich einfach mal zusammen mal an den Rechner setzt, zusammen mal an ein Keyboard. Hey, ich habe jetzt hier gerade irgendwie eine Blitzidee, drück mal kurz mal auf Start. Ich möchte mal einfach nur mal eine Melodie einspielen, mal gucken, was passiert. Mhm. Damit triggert man natürlich auch den anderen so ein bisschen so, hey, was macht er denn jetzt da? Ah, nee, warte mal, das ist ja super interessant. Es ist zu zweit immer schöner, zusammenzuarbeiten. Hatten wir auch tatsächlich jetzt letzten Mittwoch erst, da haben wir mal seit Längerem mal wieder zusammen an ein, zwei Ideen gearbeitet und die ist quasi mal wieder explodiert. Das ist schöner zusammen. Also wir haben die Welt aus beiden so ein bisschen. Das klingt sehr cool, ja. Jetzt habt ihr ja erzählt, das finde ich super spannend, den Bereich Twitch. Ne? Twitch ist ja eigentlich so eine Gamer-Plattform, also ich gucke das voll gerne, ist aber auch etwas, wo Musiker immer stärker mit dabei sind. Wie kamt ihr auf Twitch? Aus diesem Gaming-Gedanken heraus oder habt ihr da andere Beweggründe gehabt, auf Twitch zu gehen? Ja, wir sind jetzt zwei Hardcore-Gamer. Also Twitch war uns schon tatsächlich bekannt. Yeah. Und die Idee kam mir tatsächlich schon relativ früh mit Chromaneon. Weil damals eine befreundete Band auch mal, das ist jetzt irre lange her, aber die haben auch mal so ein Internetkonzert gegeben. Ich habe damals gesagt, was soll der Blödsinn denn? Spielt doch jetzt mal live vor richtigen Leuten. Aber jetzt heute tatsächlich, wir haben halt keine anderen Möglichkeiten. Und ich finde diese Möglichkeit hervorragend, weil Twitch ist super easy gemacht. Und also das Setup ist komplett einfach, man baut sich halt was auf, man baut eine Kamera auf, vielleicht sogar mehrere, ne, richtet seinen OBS, Streamlabs ein, was auch immer man dann nutzen möchte und dann kann man loslegen. Das ist eigentlich total cool und super einfach gemacht und das ist momentan auch wirklich unsere einzige Möglichkeit, da was zu machen. Mhm. Und Es war logische Konsequenz eigentlich, weil wir haben relativ, das ging eigentlich schneller, als irgendeiner damit rechnen konnte. Die Songs kamen, die gingen so schnell von der Hand teilweise, dass wir innerhalb von kürzester Zeit wirklich ein Album zurecht hatten und haben gesagt, okay, jetzt haben wir das fertig, was machen wir jetzt? Ja. So, wir können jetzt auf keine Bühne gehen und das heißt, das Einzige, was du machen kannst, ist, du lädst halt deine Sachen irgendwo hoch, die laufen halt bei Spotify und Co. So, und dann sagst du, okay, aber was jetzt? So, und dann haben wir halt gesagt, okay, lass uns doch einfach mal den Versuch starten.
es streamen so viele Leute mit allem möglichen Kram. Wir spielen jetzt eine komplette Live-Show einfach mal und haben gedacht, okay, es kann ja nicht so schlimm werden. Und tatsächlich muss man dazu sagen, also wir sind von vornherein, wir hatten so ein bisschen Angst, dass man nachher so vor ein, zwei Leuten spielt. Hätten wir auch gemacht, ohne mit der Wimper zu zucken, die sieht man bei uns ja eh nicht. Aber es war halt wirklich so, dass wir gesagt haben, lass uns das probieren. Und es war tatsächlich von vornherein relativ stark frequentiert und vom Feedback her das Beste, was wir je machen konnten, weil die Leute das dermaßen feiern und sagen, ey Leute, wir können jetzt alle gerade nicht auf irgendwelche Konzerte gehen, wir können auf keine Partys oder sonstiges und ihr bringt jetzt quasi Party und Konzert zu uns nach Hause und das haben die einfach abnormal gefeiert und das ist für uns natürlich dann auch die richtige Belohnung und macht Hölle viel Spaß. Es ist kein Ersatz für Live-Spielen, aber es kommt dem tatsächlich sehr nah, wenn man sich dann anschließend die Zeit nimmt und so ein bisschen mit den Leuten noch in den Austausch geht. Und wie ist denn das vom Gefühl her? Also wenn man guckt man dann stark auf den Chat und da schreiben Leute dann was rein. Wie fühlt sich das an? Guckt ihr da regelmäßig drauf oder vielleicht am Ende? Wie macht ihr das? Keine Chance, keine Chance. Wir haben, Chance. Nein, keine Chance. Wir konzentrieren uns da auf unsere Live-Performance und wir hatten natürlich oben immer links in der Ecke so eine Zahl eingeblendet, wie viele denn jetzt gerade eigentlich jetzt wirklich aktiv zugucken. Mhm. Und ich selber habe mich schon so immer erwischt, wo ich dachte so, guckst du mal da auch mal hin, wie viele sind jetzt gerade da? Und aber von dem Gedanken haben wir uns tatsächlich komplett verabschiedet, weil wie gesagt, es ist uns relativ egal, ob jetzt 220 oder 200 zuschauen. Wir wollen einfach uns auf die Performance konzentrieren und auf die Musik und einfach ein bisschen Show machen. Und es ist relativ egal, wie viele Leute denn da sind. Wir können aber ganz, ganz, ganz schlecht auf den Chat gucken, weil das funktioniert nicht. Unsere Augen sind nicht mehr ganz so gut. wir sehen es halt auch einfach nicht. Und da haben wir natürlich einen kleinen Nachteil gegenüber jemandem, der jetzt, keine Ahnung, irgendwas anderes streamt, der jetzt permanent auf den Chat gucken kann und darauf auch noch reagieren kann. Das funktioniert leider bei der Live-Musik zumindest während eines Songs überhaupt nicht. Zwischen den Songs können wir immer mal an den Monitor rangehen und sagen, hey cool, na, wie geht's euch, alles gut bei euch? Und dann kann man auch mal so ein bisschen auf den Chat gucken, aber so wirklich richtig drauf reagieren ist tatsächlich relativ schwer. Ich wollte gerade sagen, also wir kriegen natürlich mit, wenn während der Show, sei es jetzt, dass jemand folgt oder sowas, wir haben Alerts eingestellt, die uns dann darüber benachrichtigen, auch in etwas größer auf dem Monitor, dass wir halt nicht vernachlässigen, uns dann für was auch immer zu bedanken. Aber tatsächlich lesen, was die Leute währenddessen schreiben, das ist unmöglich, weil es einfach dadurch, dass wir zu weit weg vom Monitor stehen, damit wir uns natürlich beide dementsprechend, wir haben eine Bühne, die wir aufgebaut haben, wo, ja, wir müssen ja beide irgendwie auch ins Bild kriegen und das ein bisschen mehr als einfach nur uns zwei nebeneinander, wie dick und doof. Insofern ist man wirklich zu weit weg. Wir machen allerdings, das ist auch Ritual, grundsätzlich nach der Show, sobald alles aus ist, setzen wir uns gemeinsam hin bei einem Cooldown-Getränk und schauen uns den ganzen Stream selber nochmal an. Okay. Einfach nur, um eben das auch ein bisschen genießen zu können, was da an Reaktionen reinkommt. Also das heißt, der Chat wird großgezogen und dann schauen wir uns das an und lesen uns durch, was da so an Feedback da ist. Und lernen ja natürlich selber auch noch draus. Also sprich, wenn wir sehen, okay, was mache ich da jetzt gerade? Das muss ich beim nächsten Mal vielleicht nicht tun. Also das ist schon eine ganz tolle Sache, dass man da auch anschließend nochmal selber schauen kann. Und wir dann, wie gesagt, auch nach der Show oftmals noch in den Austausch gehen, dass wir sagen, okay, gebt uns 2-3 Minuten. Die Leute bleiben quasi im Chat, bleiben noch da. Wir bleiben quasi off-camera noch online. Und dann setzen wir uns vor die zweite Kamera, die wir installiert haben und dann chatten wir halt noch ein bisschen mit den Leuten, also gehen so direkt in den Austausch. Und da erfährt man natürlich dann am schnellsten und am besten, was den Leuten am meisten gefällt, was sie feiern, wovon die mehr wollen.
Das ist fast schon ein bisschen besser als live sogar, weil man da wirklich gebündelt dann das Feedback bekommt. Mhm. Und das hilft uns natürlich für unsere Weiterentwicklung auch. Generell machen wir natürlich das, was wir machen wollen, und drehen uns da nicht komplett den Wünschen entgegen, sag ich jetzt mal. Mhm. Aber es ist halt, es ist so ein Lernprozess, wo man sagt, okay, das kommt tatsächlich sehr gut an, und gibt uns dann natürlich auch nochmal ordentlich Rückenwind, um da genau da weiterzumachen. Ja, na, ich glaube, das Feedback ist schon cool, und ich glaube auch ein DJ hat es da natürlich ein bisschen einfacher, der in den Pausen durchaus mal vielleicht mal in den Chat gucken kann, während ein Track läuft. Das ist natürlich bei live ein bisschen schwieriger, ne? Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, hören wir doch mal rein in so einen ersten Track. Würdet ihr sagen, ihr macht Synthwave? Wird das hinhauen, oder wie würdet ihr euch selber so verorten? Ja, wir haben es oberflächlich, haben wir es als Synthpop bezeichnet, weil es doch definitiv so den Mut der 80er trifft. Und beim Synthwave, wie gesagt, es gibt ja wie auch im Rock- oder Metal-Bereich überall, es gibt tausend Unterscheidungen. Ich glaube, und man möge mich nicht steinigen, wenn es verkehrt ist, aber Synthwave geht ja doch eher in die mehr oder weniger instrumentalere Ecke. Mhm. Und bei uns ist das Ganze doch sehr, ja, sehr poppig angehaucht. About this girl, she was
sehr catchige Nummer auf jeden Fall. Also geht einem gut ins Ohr, finde ich. Ja? Und tatsächlich so ein bisschen auch, also auch, ich erinnere mich schon so ein bisschen stark auch an so die 80er. Ne? Also 80er, ein bisschen poppig, ein bisschen Synthie-mäßig. Ist schon, ja, so ein bisschen die Ecke, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gewollt. Ja. Auf jeden Fall. Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, ihr seid große Fans von Arturia. Von der Software. Ist bekannt. Kennen wir. Mhm. Ist auch ziemlich cool. Ist aber hier nicht zu hören. Okay, war ich falsch. Aber, ihr habt sozusagen, aber schon, also habt ihr Original-Synths oder nutzt ihr da oft Soft-Synths? Wie macht ihr diese Sounds? Wir sind da hundertprozentig mit Laptops und mit Rechnern und halt, wie gesagt, mit VST-Instrumenten unterwegs. Mhm. Wir haben leider noch keine richtig krassen Synths. Es gibt so viel auf der Wunschliste, was wir so gerne hätten, aber es ist ja auch immer nicht alles so günstig. Ja, das kommt dazu. Es ist aber wirklich alles VST-Instrumente. Und eigentlich auch total die üblich Verdächtigen eigentlich. Ist gar nichts Besonderes. Okay, aber also sind das dann eher solche Rompler, sowas wie Nexus, oder sind das wirklich auch solche Rolands, die man so kennt und die man da so verwendet in dem Bereich? Wir haben uns tatsächlich in unserer Anfangsphase erstmal einschießen müssen und ich habe damals den Wunsch geäußert, ich sage, lass uns doch ein oder zwei Synths, die wir cool finden, auf die konzentrieren, weil mit denen können wir dann wahrscheinlich alles machen. Mhm. Was ich nicht so gut finde, ist, dass man da irgendwie 10, 20 VSTs hat und 2-3 Stunden sich durch irgendwelche Presets klickt, was jetzt irgendwie toll finden könnte. Und ja, man verliert irgendwie das Musizieren, so den Fokus, der geht dann irgendwie lost so ein bisschen. Mhm. Das macht dann manchmal irgendwie ein bisschen so das macht viel kaputt, für mich jetzt persönlich. Und deshalb habe ich gesagt, hey, komm, lass uns das nutzen und lass uns das nutzen, mit denen kriegen wir alles hin. Und darauf haben wir uns da tatsächlich, also Nexus hätte ich auch gerne, ist hier aber auch nicht zu hören. Sage ich auch falsch, schau. okay, und was habt ihr dann für VST, also habt ihr einen Lieblings-VST, mit dem ihr arbeitet, Green? Also wir arbeiten hauptsächlich, arbeiten wir tatsächlich mit dem Avenger. Mhm. Und wir haben den Silent One, glaube ich, ist das. Mhm. Ja. Das sind so die Hauptdinge, mit denen wir arbeiten. Es kommt das ein oder andere kostenlose VST mal zum Einsatz, wo wir gesagt haben, hey, das kann man, ich glaube Podolski heißt das Ding. Da sind mal so ein, zwei Sounds bei, wo man gesagt hat, ey, die kann man. Aber tatsächlich sind wir vom Anfänglichen, dass man sagt, okay, hier und da haben wir dieses Preset, da sind wir recht schnell von weggekommen. Das heißt, sicherlich hat man bei den Ideen, klickt man schon mal durch. Und wenn man was gefunden hat, was so relativ dem entspricht, was man haben möchte, dann fängt man an den Sounds rumzuschrauben und zu sagen, okay, hier möchte ich aber vielleicht das noch ein bisschen mehr reinhaben, da noch ein bisschen das. Mhm. Das heißt, in den meisten Fällen wird da definitiv noch mal Hand angelegt. Und ich glaube tatsächlich 75% sind wir, glaube ich, beim Avenger unterwegs. Mhm. Und würdet ihr euch stärker als Studioband sehen oder als live? Also meine Vermutung wäre live, weil durch die Outfits zum Beispiel oder jetzt auch durch Twitch zum Beispiel seid ihr ja schon sehr, sehr, sehr offen, sehr unterwegs und wollt euch auch zeigen. Kann man das so sagen, dass ihr dann weniger eine Studioband seid, sondern wirklich auch gerne live auf der Bühne steht und auch in der Zukunft auf der Bühne stehen wollt? Wir brennen so hart darauf, mal wieder eine Bühne zu betreten und mal das Feedback von den ganzen Leuten, dass man den Leuten auch mal ins Gesicht schauen kann und na, wie reagieren die drauf? Das Mädel da unten, die guckt jetzt irgendwie, findet die das jetzt gut, findet sie jetzt nicht so gut, und dann gibt es Leute, die feiern das komplett, und es gibt Leute, die gehen halt vielleicht raus, eine schmökern oder holen sich ein Bierchen oder irgendwie sowas. Es wäre schon, ich würde das so gerne mal wieder haben, dieses Gefühl. Mhm. Es geht aber momentan ja leider nicht. Von daher würde ich jetzt uns momentan wirklich als reine Studioband eigentlich sehen. Mhm. Und selbst auch wenn wir bei Twitch unterwegs sind, aber selbst da streamen wir ja aus unserem Studio heraus. Von daher würde ich mich jetzt eigentlich als reine Studioband eigentlich sehen. Die mal auf Twitch streamen quasi. Ich würde das sehr gerne ändern. Und wer ist der Sänger von euch? Blue oder Green? Green. Green. Ja. Wie habt ihr das entschieden? Also war das von Anfang an klar? Oder ich habe euch beide nämlich, glaube ich, gehört. Oder bist du auch in die Background-Vocals, bist du das auch? Das bin ich auch tatsächlich, ja. Ah, also
die Stärken von Blue liegen definitiv mehr als bei mir im technischen Bereich. Er ist derjenige, der eigentlich in 90% der Fälle nochmal drüber schaut, wenn das musikalische Gerüst steht, wo er sagt, okay, hier müssen wir nochmal dies, das, jenes. Und Gesang haben wir irgendwann relativ spontan entschlossen. Lassen wir. Ich kann es einfach nicht. Ja, das sagst du. Aber wir haben einfach gesagt, wir belassen das bei mir. Und tatsächlich sind die Backings, das ist natürlich das Schöne im Studiobereich, dass man da dann schon mal die ein oder anderen Backings selber nochmal einsingen kann. Mhm. Ja, aber... Also Blue, du machst den Vocoder sozusagen, ne? Ja, genau. Ja, ist ja wichtig, ne? Ja, auch sehr groovy. Wie ist denn das? Wie viel Musik macht ihr in der Woche? Also kann man das in Stunden titulieren? Wie lange sitzt ihr so an so einem Track und arbeitet daran rum? Oha, wie viele Stunden hat eine Woche? Da gibt es so ein cooles Meme, habe ich gesehen, so Producers Live, da geht die Sonne auf und er macht so den Rollladen runter und sagt, naja, ne? Ja, aber wie ist denn das bei euch? Ja? Ähnlich. Also es geht von 0 Stunden in der Woche bis 40, 50 vielleicht tatsächlich. Zusammengerechnet, wenn es vielleicht auch 100 Stunden
keine Ahnung. Es ist ja aber auch manchmal schwierig, Kreativität zu erzwingen, wenn man einfach gerade nicht so in der Stimmung ist, jetzt Musik zu machen, oder man findet einfach nicht die zündende Idee. Dann ist es für mich manchmal einfach besser so, hey, okay, komm, dann machen wir was anderes. Geh in den Garten, mach die Hecke oder ne, ist es denn, vielleicht kommst du da irgendwie auf Ideen oder probierst in 2 Stunden nochmal. Und dann kann es auch mal sein, dass ich dann auch immer 1-2 Tage die dort gar nicht berühre und dann auch gar nichts mache, weil ich sage so, hey, nee, ich brauche irgendwie auch mal ein bisschen Abstand davon, was denn ziemlich gut ist und ziemlich, weil dann hat man mehr Spaß, wenn es dann auch wieder losgeht. So ist es für mich, also ich glaube, so pauschal kann man das gar nicht sagen, wie viel wir drin hängen. Also in der Anfangszeit wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Aber täglich wahrscheinlich schon, schätze ich, oder? Dass ich so raushöre. Ja, schon. Ich wollte gerade sagen, also bei mir ist es definitiv so, dass ich auf jeden Fall jeden Tag dran sitze. Und oftmals ist es so, das kennt man halt auch aus anderen Bereichen, man fängt mit einer Songidee an und nach kurzer Zeit führt die einfach zu nichts weiterem, und dann hat man 2 Möglichkeiten. Die eine ist, man packt alles beiseite und sagt, okay, ich mache jetzt was ganz anderes. Bei mir ist es oftmals der Fall, dass ich dann am Ende des Tages irgendwie 5, 6 verschiedene Songideen habe, die dann alle erstmal in den Ordner kommen, so nach dem Motto, okay, kümmern wir uns später drum. Das kommt einfach drauf an. Also für mich ist es definitiv auch ein, es ist ein Ventil, und ich habe Tage, wo ich denke, ich muss einfach von morgens bis abends davor sitzen und mich da austoben. Ganz, ganz selten ist wirklich mal ein Tag, wo ich sage, okay, heute mache ich mal irgendwie nichts. Das ist jetzt, glaube ich, im letzten Jahr ist das wahrscheinlich 2-mal vorgekommen. Also das ist, irgendwas passiert immer. Und dann gehe ich Blue immer damit auf den Zeiger und sage, hier, hör mal, ich habe da noch wieder was, Also ich glaube, aber wir sind da beide nicht unschuldig dran. Wir treiben uns gegenseitig in den Wahnsinn mit unserem ständigen Drang. Stehen bei euch zuerst die Lyrics eigentlich, oder wie geht ihr da vor? Oder macht ihr erst den Track und dann die Lyrics? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Wir haben keinen festen Ablauf, so nach dem Motto, okay, ich drehe jetzt erst das Tintenfass auf, jetzt mache ich dies, jetzt mache ich das. Es ist tatsächlich so, mal beginnt man einfach mit einem Beat, den man im Kopf hat, wo man sagt, okay, und baut dann das ganze Gerüst drumherum. Oder man hat eine Melodie im Kopf, oder man hat tatsächlich einen Songtext, wo man dann eine Gesangsmelodie zu hat und dann zwanghaft versucht, okay, wie kann ich da jetzt den Rest drumherum bauen? Und wenn man dann fertig ist, hat man letztendlich eine ganz andere Gesangsmelodie als vorher. Also das ist, ich glaube, das ist einfach so ein Gefühlsding. Man macht einfach, und meistens entsteht das dann so. Und das ist das Schöne bei uns, ist tatsächlich, ich kenne es aus anderen Bands, dass man sagt ja so schön, viele Köche verderben den Brei, und einer kommt mit einer Idee, der nächste findet die eigentlich ganz gut, hätte aber noch das und das dazu beizusteuern. Der dritte sagt dann, da müsste man aber ganz anders rangehen. Der vierte sagt dies und jenes, und beim fünften weiß man eigentlich gar nicht mehr, was wollte man eigentlich machen. Mhm. Bei uns beiden ist es tatsächlich so, dass das immer Hand in Hand läuft, dass man eine Idee rüberschießt und so ein bisschen zittert, in Anführungsstrichen, sagt, okay, mal sehen, wie er das findet, und dann kommt einfach nur zurück, ja, geil, ich habe aber das und das nochmal geändert, hör dir das mal an, und es passt dann einfach, also es ergänzt sich einfach hervorragend, die Songs fliegen dann pro Tag oftmals auch mehrmals hin und her, da wir die gleiche DAW, ne, wir haben ja natürlich alles aufeinander ausgerichtet, dass wir dann wirklich den Song oder das Songprojekt reinladen, sofort sehen oder hören, was wurde geändert, und da dann wieder ergänzen können. Das so macht es einfach Spaß, weil wir uns beide kreativ immer wieder anstacheln, und man möchte dann das letzte Wort haben beim letzten Ton und sagen so, hier, guck mal, das habe ich jetzt noch geändert. Ja.
Ich war jetzt gerade mal in der Zwischenzeit auf Spotify und ich habe gerade mal bei euch als Folgen draufgeklickt. Ihr habt also einen Fan jetzt mehr. Ja, absolut. Gefällt mir voll gut, was ihr macht. Und klingt absolut super, ja. Auch die Covers habe ich mir gerade mal angeschaut, parallel. Das ist ja wirklich sehr, sehr cool. Auch sehr, sehr neo natürlich, auch ein bisschen wie der Name auch sagt. Macht ihr die selber, die Cover? Ja. Ja. Okay. Die sind alle in Klöppelarbeit, in Heimarbeit. Cool. Ja, absolut. Also sie sehen super aus. Auch ich mag gerade dieses wahnsinnig bunte und diese Farben da drin. Also sieht sehr cool aus. Ja. Da würde ich das sagen, lass uns nochmal Werbung machen am Ende. Wo können euch die Leute live auf Twitch hören? Wie heißt ihr dort? Ja, auf Twitch sucht man am besten einfach nach Chroma Neon Music, alles zusammengeschrieben. Und da lässt man dann am besten, ja, folgt man und lässt die Glocke erklingen, wollte ich gerade sagen. Weil wir natürlich nicht wie andere Gaming-Streamer täglich oder zweimal die Woche oder was auch immer. Also uns gibt es so im unregelmäßigen Abstand von manchmal 2, manchmal 4, manchmal 6 Wochen. Deswegen ist so eine Benachrichtigung natürlich ganz, ganz wichtig. Und ansonsten mussten wir uns notgedrungen natürlich auch in diese ganzen Social-Media-Geschichten reinfuchsen. Und im Grunde genommen, egal wo man schaut, unter Chroma Neon Music findet man uns auf sämtlichen Plattformen. Ja, sehr cool. Blue und Green, das war heute tatsächlich eine Premiere, mal 2 Gesprächspartner zu haben. Sehr cool, mir hat das viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und ich kann nur sagen, hört rein in die Songs an alle, die zuhören. Und ja, danke, dass ihr mit dabei wart. Ja, Dito, das hat uns auch Mörder Spaß gemacht. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, ihr Lieben. Und das war 3 Tracks für heute.